Boah, ist das schon wieder verflucht spät. Eigentlich wollten wir jetzt um die Uhrzeit schon alles erledigt haben, was gestern mehr oder weniger auf dem Plan stand. Wie meinen Reifen Druck zu prüfen und zum Reparaturshop zu gehen, die ganzen Recycling-Klamotten vom Balkon und von der Küche wegbringen, in die Bücher gucken und dann eventuell nochmal in Richtung Stanislaus River oder da Richtung Knights Ferry fahren, um schöne Fotos zu machen und ein bisschen angeln zu gehen. Denn ja gestern, auf dem Weg nach Hause, haben wir überall Angler gesehen. Und ich habe bei YouTube-Videos gesehen, dass da nicht nur Forellen gefangen werden, sondern auch Striper da in dem Abschnitt. Und da sind überall so kleine Angelstellen und Parkplätze. Und da war gestern nur auf zwei. Was los? Oh, aber jetzt haben wir schon wieder nach 12, ey. Super nervig. Ja, draußen wunderschönes Wetter. Hey Google, Wetter. Uns wird heute wirklich schlechtes Wetter. Momentan ist es in Modesto sonnig bei 17 Grad. Heute wird es überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 2 und 19 Grad. Ja, 19 Grad wird es halt nur, also leicht kälter, aber wenn die Sonne halt knallt und dich trifft, dann fühlt es sich an wie 25, 26 Grad. Oh. Ja, Bitcoin geht auch schön nach oben. Alles 10%, 5%, 15%, der ganze Markt schießt nach oben. Sehr nice. Denn, also ich hatte nicht überall so viel Glück wie mit Ethereum, wo es wirklich von knapp 300 runter ging bis 245 und dann ein bisschen 44 und ich genau bei 245 ein paar nachkaufen konnte. Das war natürlich ultra nice. Ja. So gehen wir es endlich an. Dienstag schon. Morgen, Quatsch, also nächste Woche, genau jetzt, sitze ich irgendwo in Arizona beim Interview und werde gequizt ohne Ende. So, Lien ist gerade beim Tire Shop mit meinem Auto und da war schon wieder ein bisschen Luft raus. Da war ja gestern nur noch 12 PSI drin von 3,5 oder 35 oder wie auch immer. Naja, zumindest war da eine Schraube drin. Und zwar so seitlich, dass der Reifen nicht zu retten gewesen ist. Aber ich habe den Reifen da gekauft. Und da war Garantie drauf. Also normal, wenn es repariert gewesen wäre, wäre es komplett kostenlos gewesen. Jetzt kriege ich einen nagelneuen Reifen für 8 Dollar. Also auch wenn da Insurance drauf ist oder sonst irgendwas, zahlt man wohl noch einen kleinen Beitrag. Aber jetzt habe ich einen nagelneuen Reifen. Der ist wieder versichert für die nächsten 40.000 Meilen. Und mein Auto ist definitiv gerüstet für die Fahrt nach Arizona. Was ja 800 Meilen sind. Oder so. Nenne ich ach. Ja, 800 Meilen. Eine Strecke. Ja, wir haben auch überlegt, Lianes Fahrzeug zu nehmen, denn um die Jahreszeit, genau wenn wir dahin fahren, vor einem Jahr lag da 36 Inches Schnee. Also über einen Meter. Ich habe mir nochmal die Wetterverhältnisse da angeguckt. Das ist ja echt unglaublich, dass es da minus 11 Grad wird, tagsüber 1 Grad, wenn wir da sind. Und dass das im Sommer maximal irgendwie 28 Grad wird. Also es ist wirklich asig kalt in der Nacht und wird nicht so super warm. Also da, wo die Station von Papillon ist, wird nicht so super warm im Sommer. Allerdings, wenn man natürlich in den Canyon fliegt und in dem Canyon landet, für das Buffet oder was auch immer, was da ab stattfindet. Im Canyon ist es natürlich arschwarm. Da wird es natürlich bis 50 Grad Celsius warm. Aber ja gut, das überrascht mich dennoch. Während ich hier gerade mal wieder Jobs bekommen habe, boah, ich brauche nur 200 Stunden Turbinenzeit und da hätte ich den geilsten Job in Hayward, also mich da bewerben können. Da wäre ich mit einem Dan da geflogen für Helikopters.inc. Anfangsgehalt 90.000 Dollar plus allen Benefits, die du dir vorstellen kannst. Du fliegst einen schönen AS350. Oh, den Job hätte ich natürlich gern gehabt. Naja, jetzt fliegen wir erstmal in die Saison-Touren in nicht Las Vegas, in Arizona und Nevada. Und dann, nachdem ich da fertig bin mit dem Jahr, öffnen sich so viele Möglichkeiten, gute Jobs zu bekommen. Aber da muss man jetzt erstmal durch. Und so schlimm ist es ja nicht.
So, jetzt muss ich mal die jetzt hast du den zweiten Kram in die ins Auto packen, denn das hatte ich vor, bevor sie zurückkommen. Dann kann die Recycling wegbringen. Dann mache ich ja alles fertig, pack meine Lernunterlagen zusammen und dann wollen wir eventuell nochmal an den Fluss, wo wir gestern waren. Der war überall Angler, man kann da Striper und Forellen fangen. Und das Wetter ist einfach zu geil, um hier den ganzen Tag in der kühlen Bude rumzuhängen. Videos, da bin ich schon wieder eine Woche hinten. Nein. I would not recommend them for breaks. They're super expensive. 21 Grad und Sonne satt, keine Wolke am Himmel. Und obwohl wir noch nicht alles erledigt haben, was wir eigentlich erledigen wollten, wie Recycling-Zeug wegbringen und studieren und bla 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 bla, fahren wir jetzt erstmal wieder zum Fluss. Denn das Wetter ist einfach zu schön. Morgen wollen wir eventuell nach Hayward. Und ich habe den ganzen Abend und die ganze Nacht mehr oder weniger, um in die Bücher zu gucken, Videos zusammenzuschneiden und alles das zu erledigen, was ich noch zu erledigen habe. Recycling ist dann morgen früh angesagt, bevor wir nach Hayward fahren und den Dan besuchen. Das ist zumindest der Plan. Also, der soll uns mal den Newscopter zeigen. Und ja, gesehen haben wir den Burschen dieses Jahr auch noch nicht. Von daher, Freundschaft muss man aufrechterhalten, indem man sich auch mal trifft. Also, jetzt geht es erstmal los zum Sonnenuntergang rüber. Und check mal die Lage. Ich war noch Ewigkeiten nicht da. Ja, ich wollte mal noch bei Walmart vorbei und Würmer kaufen. Das skippen wir jetzt. Denn ich habe alles Artificial-mäßiges mit. Vier Routen für sämtliche Eventualitäten. Während hier schon am Horizont die ersten Mandelbäume voll in Blüte erscheinen. Oder ja. Ja, auf jeden Fall stehen die jetzt schon mehr als die Hälfte in der Blüte. Zwei, drei, vier schöne, sonnige, wärmere Tage. Man fährt hier durch, es duftet. Das ist der Wahnsinn. Und das ist halt überall. Und die Bienen, die schwirren. Die Bienenkästen werden hier wieder von A nach B und nach C transportiert. Obwohl die jetzt wohl laut Lianne eine Sorte entwickelt haben, wo man keine Bienen mehr verbraucht. Die befruchten sich selbst durch den Wind. Aber gut, die sind noch nicht so zahlreich und hier sieht man überall die Bienenkästen. So sieht's aus. So, wir sind hier im ersten Park. Der war gestern geschlossen, deswegen konnten wir den gestern nicht auschecken. Mussten ein ganz kleines bisschen laufen bis zum Wasser, was schade eigentlich. Ist niemand hier, außer eine Lady, die gerade gekommen ist, hier, um hier ein bisschen spazieren zu gehen. Ich habe zwei leichte Routen mit für Forelle. Aber damit kann ich auch Striper fangen. Kein Problem. Bin ich mal sehr gespannt, wie das hier ist. Denn ich kann mich nicht erinnern, hier schon mal je geangelt zu haben. Ist auf jeden Fall ein kleinerer Fluss. Ja, mal sehen, ob es geht. Auf geht's. Wunderschöner Fluss mit vielen Wildlife-Fußabdrücken von Raccoons und vielleicht Kojoten oder was auch immer. Wasserschildkröten haben wir gesehen. Und Fische gibt es hier auch. Und ich glaube, das sind alles Forellen. Und egal, ich habe sechs, sieben Lures ausprobiert. Beißen einfach nicht. Also mit der Flyrod, mit der Fliegenrute, hätte ich vielleicht mehr Erfolg. Habe ich natürlich nicht mit, egal. Wir gehen jetzt zurück. Wir sind ein ganzes Stück nach flussaufwärts gelaufen. Bis zum Parkende mehr oder weniger. Ganz am Anfang, hey, da standen 20 Forellen und dicke Dinger. Keine Chance. Naja, wir gucken jetzt nochmal am Anfang und dann fahren wir einfach mal zum nächsten Spot. Denn hier, ja, es geht einfach nicht. Mal sehen. So, ich habe gerade nochmal meine Reifen gecheckt und irgendwie sehen alle vier Reifen nagelneu aus. Denn die haben alle noch dieses gelbe und dieses rote Ding, die haben alle noch diese Nöppel hier. Alle vier. Also die waren noch relativ neu. Aber die Reifen sehen alle vier aus, als wären sie nagelneu jetzt. Why are all four new? Ich habe keine Ahnung. I have no idea. Das ist ja Wahnsinn. So, Sonnenuntergang ist jetzt. Ich bin hier an einem See
Springen tut hier nichts. Da hinten ist der Fluss. Ob ich da gleich nochmal hin kurz hingehe, bevor es wirklich ganz dunkel ist. Ah, mal sehen. So, Resümee des Angeltages in den verschiedenen Parks. Meinen absoluten Mega-Lieblingsköder aus Deutschland verloren. Eine Forelle gefangen, die mir aber allerdings dann, gerade als ich danach schnappen wollte, abgegangen ist. Kühl. So, jetzt sind wir hier bei Walmart. Da müssen wir noch Wasser kaufen. Und Bohnen gibt es heute zu den Ham. Weil Ham gibt es ja jetzt mehr oder weniger jeden Tag, bis er weg ist. Und auf geht's. So, wieder zu Hause. 23 nach 7. Eigentlich wollte ich jetzt trainieren gehen, aber das kostet einfach viel zu viel Zeit. Deswegen spare ich mir das Trainieren und mache nur Handeltraining, Liegestütze und so weiter, sowas hier. Ich bin ja den ganzen Tag um Bein gewesen, dann muss ich jetzt nicht unbedingt Lauftraining machen. Denn ich will nachher noch Orangensaft pressen, denn die erste Gallone, die ich vor 3 Tagen oder so gepresst habe, ist bereits weg. Und zwar komplett. So, das habe ich vor. Und dann gibt es gleich lecker Abendessen. Ham, muss ja weg. Und Bohnen gibt es heute. Ja, da freue ich mich schon drauf, denn ich habe tierischen Hunger. Also, das ist der Plan. So, Liane hat zum Essen gerufen. Heute gibt es Salat mit dem leckeren Dressing. Dazu hat die Liane noch Cornbread gemacht. Dazu leckere Bohnen, also nicht frische Bohnen, sondern die aus der Dose. Aber die sind mit Bacon und braunem Zucker. Dazu natürlich Ham. Was sonst? Denn der Ham, der muss natürlich weg. Sieht man natürlich jetzt nicht, aber ist egal. Ich habe tierischen Hunger. Und ja, Training fällt heute aus. Dafür werde ich Orangen, habe ich euch schon erwähnt, auspressen und dabei Liegestütze machen und handeln. Videos muss ich zusammenschneiden, ich bin eine Woche hinten oder sowas. Und dann noch ein bisschen lernen. Das ist der Plan. Das wird eine intensive Abendbeschäftigung. Aber das Mut hat Mut. Ne? Wer draußen in die Natur kann und da ein bisschen fischen und so weiter, der muss dann zusehen, dass er abends dann das Zeug erledigt bekommt, was er normalerweise am Tag hätte erledigen sollen. Hier haben wir wieder den leckeren Ham, dass der nicht austrocknet. Immer schön mit den leckeren Pineapple-Scheiben bedeckt. Was heißt denn das? Ananas. Genau. Wo habe ich einen Hunger? Uns wird langsam frisch hier. Ziemlich kalt. Kurz vor 11 bereits. 50 Orangen hat es gebraucht. Eine Gallone. Genau. Oh, es ist nur eine Arbeit, Mann. So, ich schneide hier noch 2-3 Videos zusammen. Zumindest das ist der Plan. Ich bin in meinem zweiten. Und ja, ich habe auf jeden Fall 4 nagelneue Reifen an meinem Auto, was wir uns alle immer noch nicht erklären können. Auch der Vater von Lilian meinte, ja, es kann entweder nur sein, dass die einen Fehler in der Produktion hatten von den Reifen, die drauf waren und die deswegen ausgewechselt wurden, aber dann würden die es normalerweise erwähnen. Oder es war einfach ein Fehler. Und ich habe die Lilian gefragt, weil der Bursche, der da mit dir gesprochen hat, als du da warst, war das eher ein jüngerer Typ, ein neuerer? Und die meinte, ja, ja. Das heißt, der hatte wahrscheinlich keinen Plan, hat einfach einen Fehler gemacht. Und statt einen Reifen auszuwechseln, haben sie kostenlos alle 4 Reifen ausgewechselt. Und das wäre ja absolut komplett kostenlos gewesen, wenn ich diese Versicherung nicht wieder erneuert hätte. Für die nächsten 40.000 Meilen. Dann wäre es komplett kostenlos gewesen. So habe ich $8 bezahlt für 4 nagelneue Reifen. So ein Schwein muss man erstmal haben. Super cool. Yeah.